Because I like money and I have a problem with Temo-Bestellungen. Ich liebe Temo. Also, ja. Tut mir leid an alle, die jetzt Temo heißen. Ich kenne selber jemanden, der Temo heißt, weil das in Finnland ein sehr bekannter Name ist anscheinend. Ihr seid nicht gemeint. Sorry, Temo. Also nur, so mal zu sagen, ich habe ein Problem mit Temo bestellen. Ich habe heute für 80 Euro Shit auf Temo bestellt, den ich nicht mal wollte, aber den ich mir dann trotzdem geholt habe, weil ich war wegen irgendwas anderem die App aufgemacht, was Sinn gemacht hätte. Und dann habe ich gesehen, ui, ein Ringlicht, ui, ein Stativ, ui, ein cooles Sommeroutfit, was ich wahrscheinlich einmal tragen werde und mich danach nie wieder trauen werde, ui, 80 Euro. Ich glaube, wir sollten mal über unsere Kaufsucht reden. Wir sollten über unsere Kaufsucht reden. Ich sag nur, danke PayPal 30 Tage später Zahlfunktion. Oh Gott, ernsthaft. Danke an meine Klarna-Rechnung. Oh, Klarna nutze ich nicht, ernsthaft. Ich hatte da schon mal ein Kassounternehmen, einen Kassobrief im Haus, ja, wegen Klarna. Damals war es Wish. Ich bin wirklich so kaufsüchtig. Ich bin so absolut behindert in der Hinsicht. Ich würde AliExpress nutzen, wenn ich verkackt nochmal, wenn AliExpress meine scheiß Adresse erkennen würde. Aber AliExpress kennt meinen Ort nicht. Es ist so dumm. Ich hab einen eigenen Handy. Wie kaufst du? Bist du auch kaufsüchtig, Papierbund? Tatsächlich ja, aber bei mir ist es so, ich bestelle ganz, ganz selten was im Internet. Bei mir ist es dann eher, ich bin dann noch so oldschool, ich gehe in den Laden rein. Und ich mache beides. Ich auch. Und gerade so Bücherläden oder so, also da sind Rechnungen von 100, 120 Euro gar keine Seltenheit. Nee, ich habe so viele Bücher, die ich nur weiterlesen müsste. Ich habe so viele Bücher rumliegen. Es stapelt sich bei mir alles so. Ich habe mir extra zwei neue Regale bestellt auf Amazon, damit ich Platz für die Bücher und DVDs habe, die hier rumliegen. Ich habe in meinem Handy... Sorry, was wolltest du sagen? Ich wollte nur sagen, stimmt, Regale sind zum Beispiel was ich immer übers Internet bestelle. Ja. Da muss ich die zu mir schleifen. Regale oder Haushaltsartikel, weil ich mir denke, boah, ich müsste jetzt einen Kilometer weit zum nächsten Müller fahren, um mir Klarspüler zu kaufen. Nee. Amazon. Dann kaufe ich es lieber im 10er-Pack auf Amazon. Nein, ich habe es im 3er-Pack bekommen. Mein Mindestbestellwert war 3. Und kennt ihr das, wenn ihr Sachen bestellt auf Amazon, von der ihr nicht wollt, dass irgendwer anders sie mitbekommt? Ja. Ich hatte diesen Fall vor kurzem mit jemandem. Ein Kumpel von mir. I know. Und das war nicht easy, ja. Es ist halt wirklich so. Ich liebe Amazon Hub Locker, aber wenn halt das Paket zu groß für den Amazon Hub Locker ist, hast du ein Problem. Gut, dass ich nie in meinem Leben phallusförmige Gegenstände auf Amazon bestellt habe. Mama, ich war einsam, okay? Ich war einsam. Macht nichts. Ich habe letzte Woche im Sexshop meine ehemalige Lehrerin getroffen. Alter. Ist das schlimm. Ich habe rausgefunden, aber ich schweife gerade voll ab. Ich habe rausgefunden, dass anscheinend ein ehemaliger Lehrer von mir was mit einer anderen Lehrerin hatte und er deshalb die Schule wechseln musste. Und ich mochte den. Ich mochte den Lehrer wirklich. Ja, ich bin so kaufsüchtig, wie gesagt. Ich hab bei mir einen eigenen... Du kannst doch Apps auf dem Handy gruppieren. Und ich habe so eine eigene Gruppe. Da ist nur Sachen drin wie MyDeals, Temu. Ich müsste jetzt mein Handy ja suchen. Ja, hier ist es. Mein Handy ist ja so weit weg. Habe ich auch. Oh, es ist so schlimm einfach. Da ist drin Idealo, Booking.com, Kleinanzeigen, MyDeals und Temu. Oh.
Ich habe dann auch Kaufland, Action, Amazon, Otto.de. Und das ist ganz schlimm. Ich habe ja momentan wirklich absolut kein Geld. Und ich ziehe jetzt um in eine Wohnung. Das heißt, ich brauche komplett neue Möbel und alles. Gut, dass du gespart hast. Dass du kein Geld, dass du dein Geld nicht für unnützen Scheiß herauswirfst. Das wäre ja dumm. Ja, und jetzt habe ich noch das Auto, wo ich noch einen Haufen Geld reinstecke, wo ich auch schon die ganze Nacht Tuning teile. Das ist echt gefährlich. Oh, Alter, hör auf, ey, ernsthaft. Das ist. Das Ding ist. Neues Auto. Ich habe jetzt so viel Zeugs bei mir rumliegen, dass ich jeden Raum des Hauses in ein mobiles Aufnahme- und Filmstudio verwandeln kann. Easy. It's not a problem. Bis mir vor kurzem aufgefallen ist, hey, ich habe ein Bücherregal im Schlafzimmer. Wenn ich davor Videos mache, wirkt das auch ziemlich geil. Das wirkt vielleicht kultiviert. Das wirkt auch kultiviert. Ich habe heute für mein anderes Musikprojekt ein Video auf TikTok gepostet, was Vollgas funktioniert hat, was wirklich gut war. Und fuck, dann ist mir auch aufgefallen, ich könnte mich einfach vors Bücherregal stellen. Ey, ich wirklich, Kaufsucht schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Ganz, ganz schlimm bei mir. Irgendwelche Apps ja wie Temo oder sowas, die ja dann mit dieser künstlichen Verknappung und sowas arbeiten, sind da die völlig falschen Apps für. Ey, nee, die sind voll richtig. Die sind super für mich. Die sind super tolle Apps, sind das für mich. Nein, das ist, da hast recht, das ist einfach eine absolute Scheiße. Es ist wirklich eine absolute Scheiße. Und ich meine, ich weiß nicht, vor Temo war es halt dann Zara und Zalando. Ah, es geht halt immer und immer und immer wieder so weiter. Und ich denke mir, ich habe hier Klamotten rumliegen und ich bin jetzt inzwischen wirklich so weit, dass ich sage, scheiß drauf, I don't wear stuff for anyone else, I wear stuff for myself. Nur, dass ich mir halt denke so, ja, ich ziehe mir einfach mal den Scheiß an, den ich seit 3 Jahren rumliegen habe, weil du weißt ja, Tim, es gibt eine eiserne Regel, die uns unsere Mütter erzählt haben, an die wir uns einfach halten. Und das ist, wenn du Klamotten ein Jahr lang nicht trägst, dann macht es auch keinen Sinn, die aufzuheben. Also werfen wir die, wir heben sie weiterhin auf und tun sie in irgendein Eck und hoffen, dass wir sie irgendwann mal anziehen. Und irgendwann kommt der eine Moment, wo wir sie mal anziehen und dann ziehen wir es einmal an und dann hat es sich wieder rendiert. Ich habe meinen Schrank aussortiert. Ich habe bis jetzt 4 Altkleidersäcke und ich bin noch nicht fertig. Oh, fuck. Und mein Schrank ist immer noch so voll, dass ich die Türen nicht mehr zukriege und das sind so Schwebetüren. Ja. Ich habe Schuhe aussortiert. Was hast du aussortiert? Meine Schuhe. Oh Gott, Schuhe. Ich liebe Schuhe. Ich hab ja so über 300 Paar Schuhe, ne? Und ich habe die jetzt einfach mal aussortiert, weil viele davon sind kaputt und so. Mein Freund schmeißt die schon immer heimlich weg. Aber ich habe die jetzt mal aussortiert und ich glaube, ich habe um 40 Paar jetzt weg, weil die kann man nicht mehr anziehen. Und ich meine, das Ding ist, ich heb dir da immer noch so lange auf, wie es überhaupt geht. Und ich muss halt sagen, das Ding ist, dass wenn ich nicht irgendwo eine Kiste hätte, wo noch Schuhe drin liegen würden, hätte ich so viele. Aber dadurch, dass sie in der Kiste sind, sehe ich die ja nicht. Also wenn ich die nicht sehe, habe ich die ja nicht. Also habe ich ja nicht so viele Schuhe. Das macht voll Sinn. Aber ich kann jetzt aussortieren, weil durch den Umzug, ich weiß, ich muss das schleppen. Ja. Und alles, was ich verkaufe oder spende oder wegschmeiß, muss ich nicht schleppen. Alter. Ich habe jetzt 4 Umzüge gemacht und habe immer noch den Scheiß, den ich in der ersten Wohnung schon nicht gebraucht habe. Du wirst halt diese Scheiße halt immer wieder irgendwie wahrscheinlich brauchen, wenn es blöd läuft. Oder immer wieder machen, meine ich. Also selbst wenn du es jetzt nicht machst, wirst du dich, wenn es blöd läuft, da wieder hinentwickeln. Und das ist halt das große Problem, weil ich bin im Moment so, hey, ich sehe am Samstag mal mein Trauzeugen wieder nach einem fucking Jahr fast. Ich habe mein Trauzeug seit einem fucking Jahr nicht mehr gesehen. Weil wir alle einfach unser eigenes fucking Leben haben, alles was Stressiges. Und ich habe mir kurzzeitig überlegt, mir einfach jetzt mal von heute auf morgen eine PS5 zu kaufen.
Einfach nur, dass wir zocken können. Hey, so weit ist es schon so. Komm, eine PS5. Du hast ein paar tausend Euro auf dem Nebenkonto. Das kannst du dir. Nein! Nein! Lass es aus! Aus! Ich finde es ja dann immer lustig, dann gibt es ja immer diese Devise mit den 7 Tagen, ne? Dass wenn du jetzt irgendwas unbedingt haben möchtest, dass du dich nach 7 Tagen fragst, ob du es immer noch haben möchtest. Und ich denke mir so, 7 Tage, ich halte doch meine 7 Tage durch. Ganz, jetzt, das Ding ist halt, dass es ist, wie gesagt, 7 Tage durchhalten. Mach das mal. Ich meine, komischerweise bei Tattoos habe ich 5 Jahre gewartet, bis ich mich wieder habe tätowieren lassen. Oder bis ich mich überhaupt das erste Mal habe hab tätowieren lassen. So. Und gerade bei sowas mit Warten und Tun, ey, ich habe halt irgendwann, ist mir aufgefallen, okay, ich möchte nicht mehr so viel auf Amazon bestellen, habe ich halt auf anderen Seiten bestellt. Das Problem ist, dass wenn du halt einmal bestellst, du direkt im Newsletter drin bist. Jetzt kriege ich halt von denen zum Teil Kataloge zugeschickt und da ist halt echt geile Scheiße drin, wo ich mir denke, fuck, ich habe einen Plattenspieler mit Kassettenrekorder eingebaut bestellt. Und weil ich mir das bestellt habe, was Wo echt. hast du die bestellt? Sag ich nicht. eBay, fuck. 54 Euro bei eBay, danke, PayPal, 30 Tage in Zukunft, Zahlfunktion. Das Ding ist halt folgendes: Nachdem ich jetzt einen Kassettenrekorder auch hatte, dachte ich mir, ich brauche Kassetten. Also habe ich mir Billie Eilish Album und ein Album von Nirvana auf Kassette bestellt. Und fuck, ich weiß, das ist so. Und dann habe ich irgendwann eine Nachricht bekommen von WOP. Das heißt, diesmal World of Books. Da kannst du dir gebrauchte Bücher kaufen. Auch teilweise ultra geile alte Bücher. So richtig eine Originalausgabe von The Shining für 70 Euro. Wirklich aus den 80ern im perfekten Zustand. Manche Bücher sogar mit Widmung des Autors. Und ich dachte mir so, ich muss das tun. Sonst habe ich mir einfach da lauter Bücher gekauft. Lauter alte Bücher. Ich habe eine Ausgabe von Wer die Nachtigall stört aus dem Jahr 1964. Da steht sogar noch der Name des Vorbesitzers drin. Ich finde das absolut geil, aber ich denke mir, ich kann so viele Bücher gar nicht lesen. Jetzt habe ich 100 Bücher rumliegen, die ich noch lesen muss. Ich fühle mich so schlecht gerade. Und das Schlimme ist, ich dachte mir, okay, alles gut. Ich kann ja die Bücher, wenn es ist, im Livestream vorlesen. Du darfst in Livestreams nur Bücher vorlesen, die allgemeingültig sind. Das ist in Europa erst, wenn der Autor so 75 bis 90 Jahre tot ist. H.P. Lovecraft geht klar, weil der seit 95 Jahren tot ist. Weil seit 2009 ist das irgendwie allgemeingültig. Fuck nochmal, alles andere, was Spaß machen würde, ist halt verkackt noch nicht allgemeingültig. Allgemein verfügt. Und das ist halt, oh, krass. Dürftest du nicht eigentlich Kafka lesen? Weil ich meine, Kafka habe ich schon mal gelesen, ja. weil der ist ja, meines Wissens nach, ist er 24 gestorben. Also müsstest du es eigentlich dieses Jahr, müsste er kein Problem. Kafka müsste schon, also Kafka ist glaube ich schon länger, also so alles wie Goethe, Kafka, Schiller ist alles kein Problem. Was halt das Ding ist, seit diesem Jahr ist George Orwell frei, heißt du darfst 1984 im Stream vorlesen. Ist überhaupt kein Ding. Die kamen da auch noch sogar. Also alles von Orwell darfst du jetzt frei vorlesen. Da hast du auch keine Probleme. Das heißt, die müssen, glaube ich, die Bücher auch billiger verkaufen. Drum gibt es jetzt auch so viele Versionen von 1984, weil es jetzt seit 2023 allgemeingültig ist. Und da darfst du, keine Ahnung, ist es scheinbar total easy. So, und total billig. Finde ich irgendwie geil, aber wie gesagt, aber wenn mal zurückzukommen, ich habe jetzt Bücher von Isaac Asimov, ich habe jetzt, wie gesagt, eine Ausgabe von The Shining und ich habe so viel Zeugs rumliegen, wo ich mir denke, ja, ich werde meinen Horizont erweitern. Am Ende stehe ich wieder da und bin immer noch genauso dumm wie vorher. Ich Vollidiot. Genau. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie kaufsüchtig seid ihr? Ja. 11, Ich würde nein. sagen, ich würde mal das Produkt an. Was? Was? Ich würde sagen, ich würde mal ganz auf die Produkte drauf an. Ja. Also, wenn ich es verallgemeinern müsste, würde ich sagen. Also, nee, sagen wir es mal so: Auf einer Skala von Deutschland gewinnt die Weltmeisterschaft zu 9-11, würde ich sagen, bin ich bei erster Turm stürzt ein. Sorry, ich hab. Ja, sorry, ich bin ein bisschen auf 9-11 heute hängen geblieben, es tut mir leid.
Ich bin bei Obama, wenn Laden wird gestürmt. Wenn Laden wird gestürmt. Ich bin bei Hitlerige Deutschland. Hitler's reigns the world. Little Hitler. Es wäre so auf einer zeitlichen Skala von 1900 bis 2023. Wie schlimm. Das würde echt Sinn machen. Wie schlimm ist deine Kaufsucht? 33 bis 45? Oh, fuck. 1963. Ich glaube 1963. Kuba-Krise. Nee, ich weiß nicht, Alter. Oh, fuck. Ernsthaft, das ist so. Das ist aber auch so schlimm, wenn ich dann Anschiss kriege, dass ich so viel Zeug bestelle, dann kaufe ich, dann bestelle ich immer Geschenke für andere Leute und sage, ja, aber ich verschenke das. Und dann kaufe ich wirklich mal ein Geschenk für wirklich eine andere Person und vergesse auf den Bitte als Geschenk verpacken Button zu klicken. Und dann... Why don't you do this? Why can you not do this? This is easy. Ah.